Nun hast du es also geschafft, mich zu finden. Allzu lange warte ich nun schon auf deine Ankunft. Komm schon. Tu doch nicht so, als hättest du das geplant. Was weißt du denn schon von meinen Absichten? Habe ich dir nicht die Suchenden geschickt, um dich auf meine Fährte zu locken? Habe ich nicht die Zeichen meiner Existenz so sichtbar hinterlassen, dass du mich gar nicht verfehlen konntest? Waren die Besessenen deiner Art denn etwa nicht Grund genug für dich, nach der treibenden Macht im Verborgenen zu suchen? So sehr du dich auch abwenden und winden magst, du wirst das alles nicht leugnen können. Es gibt nur eine Sache, die nicht vorherbestimmt war. Du hast einen meiner Diener vernichtet. Er war dazu auserwählt, die Klaue zu tragen. Wie ich sehe, trägst du sie jetzt. Für diesen Frevel wirst du sterben. Ich glaube, er meint Raven. Wer bist du? Haha, das fragst du noch. Kehre in dich, du Narr. Du weißt, wer ich bin. Ich trage keinen Namen, so wie du keinen Namen trägst. Ich erhalte die göttliche Kraft von meinem Schöpfer, so wie du die Kraft deines Gottes in dir trägst. Mein Schicksal ist die Zerstörung der Welt. So wie die Verkündung des Glaubens an Innos deine Bestimmung ist, Magier des Feuers. Spürst du nicht das Band, das uns verbindet? Ja, du weißt, wer ich bin. Nein. Das kann nicht sein. Xardas hat immer gesagt... Xardas ist schwach und keine Bedrohung für mich. Nur du allein bist würdig, mir entgegenzutreten. So steht es geschrieben. Die Zeit ist gekommen, dein Schicksal zu akzeptieren. Warum bist du hier? Die mir verliehene Göttlichkeit wird mich beflügeln, die Welt im Strom der Gewalt zu ertränken. Erst wenn die letzte Festung der Rechtschaffenen gefallen ist, werde ich ruhen. In wessen Auftrag führst du deine Schergen in den Krieg gegen die Menschen? Mein Gebieter ist der Herr der Nacht. Du kennst ihn. Du kannst seinen Ruf hören. In seinem Namen werden meine Heerscharen sich aus der Erde erheben und die Welt in Dunkelheit hüllen. Genug der Worte. Ich werde dich dorthin zurückjagen, wo du ungetüm entkrochen bist. Du bist noch nicht bereit, mich zu besiegen. Nur noch ein kurzer Moment und ich habe mein Ziel erreicht. Deine Gebeine werden mir dienen, um der Welt den Atem des Todes zu bringen. Für mich klingt das so ein bisschen danach, als wäre er der Schläfer. Der wiedererweckte Schläfer. Hat das funktioniert? Konnte ich ihn... Nein. Untote vernichten. Wenn ich daneben ziele... Okay, Untote vernichten funktioniert auch nicht. Dann versuche ich mal den Todeshauch. Der hat auch keine Wirkung. Okay. Ja gut. Dann eben ein paar Dämonen. So, ihr greift mal für mich an. Vielen Dank. Und ich mache hier mal den Feuerregen bereit. Gut, das ist natürlich dämlich, weil dabei meine eigenen Dämonen draufgehen. Prügeln sich gerade gegenseitig. Mann, seid ihr blöd. Okay, so richtig Schaden mache ich eben nicht, gefühlt. Wobei doch ein bisschen. Apropos Schaden. Ich möchte gerne Innos göttliche Aura ertragen, um ein bisschen geschützter zu sein. Okay. Feuerregen, nochmal. Warum tut er nichts? Untoter Ork, uah, was? Was macht denn ein untoter Ork hier? Uah, und er kommt raus. Bleib weg. Bleib weg. Okay, ich brauche Mana. Und ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, einfach mal reines Mana zu trinken. Und vielleicht auch reine Lebensenergie. Ist doch vollkommen egal. So, ich habe hier das gemütlich alte Massensterben. Vielleicht reicht das ja schon. Nicht ganz.
Distanz. Ich versuche mal so episch zu sein und ihn in den Nahkampf zu besiegen. Ich glaube, er hat sich gerade festgeglitscht. Scheint mir zumindest so. Ha. Ja gut. Das ist natürlich jetzt ein bisschen... Wow, und damit ist der untote Drache besiegt. Ich muss ja sagen, ich hätte mir einen etwas epischeren Kampf erhofft. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass er sich da einfach festgeglitscht hat mit meinen Dämonen. Aber das Video danach war doch dann sehr aufschlussreich. Plötzlich kam Xardas und was zum Henker hat der mit dem Drachen gemacht? Da will ich jetzt doch nochmal einen Blick drauf werfen. Was zum Henker hat Xardas mit ihm gemacht? Er hat auf jeden Fall kein Drachenherz dabei, aber einen Seelenstein. Okay. Seelenstein des untoten Drachen. Ja, dann. Gut, was sagt das Tagebuch? Zurück zum Schiff, der Feind ist besiegt. Und diesmal werde ich nicht wieder unter Felsen verschimmeln. Ja, richtig, da war ja was im ersten Teil, ne? Gut, dann würde ich mal sagen, auf zurück. Auf zurück zum Schiff. Und wer weiß... ob nicht irgendwelche seltsamen Gestalten hier meinen Rückweg versuchen abzufangen noch, die ihrem toten Meister hinterher weinen und versuchen, sein Werk doch noch irgendwie zu vollenden. Nicht immer lieber einen Zauber in die Hand. Sicher ist sicher. Ach ja, das Schalter... Diego. Ah, was machst du denn hier? Hey, du! Es ist vorbei, wir können uns wieder verdrücken. Jetzt schau dir das an. In meinem ganzen Leben habe ich noch nicht eine solche Anlage gesehen. Wie hast du es nur geschafft, an diesem Ding vorbeizukommen? Ich hatte Glück, schätze ich. Wenn du das sagst? Was wirst du nun tun? Gute Frage. Ich denke, ich werde erst einmal nach Korinis zurückkehren. Es gibt dort keine Diebesgilde mehr. Dadurch eröffnen sich interessante Möglichkeiten. Oh, vielleicht übernehme ich ja auch einfach nur Bromors Geschäft. Damit ist immer Geld zu machen. Ehrliches Geld. Geh nun zum Kapitän und lass uns hier verschwinden. Ja, das hast du doch gemeint mit der Diebesgilde, oder? Wenn es keine Diebesgilde gibt, dann ist es einfacher, ehrlich Geld zu machen. Genau, Diego, das hast du bestimmt gemeint. Ich würde dir niemals etwas anderes unterstellen. Nein, Diego doch nicht. So. Hier geht's weiter raus. Genau, Milton. Altes Haus, ne? So, jetzt ist Schluss. Der Tempel ist entmachtet. Wie schaffst du das eigentlich immer, Das weiß ich auch nicht. Werden wir jemals zur Ruhe kommen? Verdient hätten wir es jedenfalls. Ja. Was wirst du nun tun? Ich denke darüber nach, eine eigene Akademie zu gründen und unseren Glauben weiter zu verkünden. Aber es kann auch anders kommen. Ich habe es nie bereut, ein Magier des Feuers geworden zu sein. Wie siehst du das? Bin mir nicht sicher. Trocken wie immer. Hey Mann, du hast gerade die Welt gerettet. Ist das kein Grund, sich zu freuen? Na komm, mein Freund. Ich glaube, du brauchst jetzt erstmal eine Mütze Schlaf. Geh am besten gleich zum Kapitän und lass uns ablegen. Ja, ich kann so ein bisschen die Bedenken des Helden verstehen. Ich frage mich gerade, ob Bedia und Innos nicht beide schlecht für die Welt sind und ob eigentlich... ich lieber das Heil der Welt bei Adanos bei der Ausgleichenkraft suchen sollte. Nun, wie auch immer. Das kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Wir sind hier bald wieder weg. Meine Kopfschmerzen sind wie weggeblasen. Wie hast du das angestellt? Ich habe den Feind vernichtet.
Es muss etwas sehr Mächtiges gewesen sein. Was war es denn nun genau? Ein untoter Drache. Deine ehemaligen Freunde aus dem Sumpflager haben mir ganz schön zugesetzt. Ja, Glaube versetzt Berge. Das war schon immer so. Leider haben sie dem falschen Gott gedient. Ich werde noch einige Zeit brauchen, bis ich das alles wirklich verarbeitet habe. Hoffentlich passiert so etwas nie wieder. So viel Sumpfkraut gibt es gar nicht, wie ich jetzt gerne rauchen würde. Oh ja, Sumpfkraut. Warte mal. Moment, nein, Quatsch. Nicht Milton. Mit Milton habe ich schon geredet. Nein, aber ich habe doch hier Hangar irgendwo gesehen. Na, wo steht der denn rum? Hangar? Lester? Hangar war doch hier irgendwo. Oder nicht? Hangar, da ist er doch. Hä? Ach so, da, ein Drachen. Du hast es überstanden. Können wir jetzt endlich hier wieder weg? Ja. Ja, der Feind ist vernichtet. Dann lass uns keine Zeit mehr verlieren. Geh zum Kapitän und sag ihm, dass er ablegen soll. Yep. Ich hoffe, dass es nicht noch mehr von euch abtrünnigen Sektenanhängern gibt. Möglich ist alles. Die Suchenden waren jedoch sehr gründlich. Selbst ich bin ihnen fast verfallen. Wer weiß. Was wirst du jetzt tun? Vielleicht werde ich mich aufs Land zurückziehen und Farmer werden. Ich bin des Kämpfens müde. Das klingt nach einer sinnvollen Beschäftigung für dich, Angar. Würde mich freuen, wenn du es schaffst. Dann würde ich dich auch gerne mal besuchen, auf deiner Farm schlafen. Und dann können wir Geschichten aus alten Zeiten erzählen. Wo zum Henker geht's jetzt hier raus? Hä? Moment. Das Problem ist, dass hier gerade die Sonne reinscheint und ich nicht allzu viel sehe. Ach, hier war das, genau. Ich glaube jetzt gerade auch nicht mehr, dass hier Gegner kommen, aber ich habe trotzdem den Zauber in der Hand, damit ich sehe, wenn irgendwelche Freunde von mir entlang des Weges nach oben stehen. Habe ich da gerade einen Suchenden gehört? Das klang so ein bisschen. Ist hier noch irgendwas? Nö. Hey, ich bin wieder langsam. Verdammt. Trink. 5 Minuten Sprinten hat nicht ausgereicht, um von drinnen rauszukommen. Naja, aber jetzt reicht es auf jeden Fall aus, um zum Schiff runterzukommen. Es sei denn, hier sind noch 20 Leute, die mit mir reden wollen. Das klingt so gruselig. Könnt ihr das bitte lassen? Der Feind ist besiegt. Ich meine ja nur. Die Orks sind auch Geschichte. Gone. Hey, altes Haus. Kommst du mit zurück nach Korinis oder willst du hier bleiben? Du bist beim Schiff geblieben? Klar. Stell dir vor, es wäre jetzt nicht mehr da. Hier gibt es nichts mehr zu holen für uns. Sag dem Kapitän, er soll das Schiff klar machen. Ja, okay. Du hast also keine Lust, hier zu bleiben. Entnehme ich deinen Worten. Allerdings muss ich gerade mal spontan noch eine Sache tun, bevor ich hier weiter Richtung Kapitän gehe. Ich brauche hier Licht. Da führt jetzt irgendwie kein Weg dran vorbei. Und ich würde gerne mal mit allen reden. Das war's jetzt. Kann ich mir jetzt... Von mir aus kannst du die ganze Insel plündern. Klasse. Ich hab so einiges gehört. Das ist da dann los. Wie gesagt, ich würde gerne mal mit allen reden. Du. Um zu schauen, was sie zu erzählen haben. Dich kümmert das Ganze scheinbar überhaupt nicht. Ach, weißt du, ich hab mir gedacht, dass du es schaffen würdest. Was hast du jetzt vor? Keine Ahnung. Ich werde dir erst einmal folgen, schätze ich. Petro hat nichts zu erzählen, okay. Ist hier hinten noch irgendjemand? Treibt sich hier nicht sonst irgendwie... Nee, Quatsch, Gorn treibt sich immer rum, ne? Aber mit Gorn habe ich schon gesprochen. Oben sind Milton und... Laris, genau. Mit beiden habe ich schon gesprochen. Wer mir auf jeden Fall noch fehlt, mit dem ich auf jeden Fall noch sprechen möchte, ist Vatras. Den sollte ich hier finden. Hey, du. Ich habe es geschafft. Ich weiß, ich spüre es. Du hast Belia einen Schlag versetzt, der ihn noch einige Zeit beschäftigen wird. Doch bedenke, dass dies nur eine Episode des ewigen Kampfes zwischen Gut und Böse war. Das Böse findet immer einen Weg, auf diese Welt zu kommen. Der Krieg wird niemals enden. Nur Adanos allein steht zwischen den streitenden Göttern, um das Gleichgewicht zu erhalten. Er hätte mir mal lieber helfen sollen. Das hat er. Dessen kannst du dir sicher sein. Sag nun dem Kapitän, dass er so schnell wie möglich ablegen soll. Die momentane Ruhe kann trüben.
Ja, aber Moment. Wenn die Ruhe trübt, sollten wir dann nicht hier bleiben, um, wenn noch was passiert, dafür sorgen zu können, dass es wieder in Ordnung kommt? Ich meine, wir sind doch die Helden hier, die die Welt retten, oder? Aber gut, wie schon gesagt, ich glaube, Adanos, wie ich gesagt hatte, sollte ich Adanos helfen, das Gleichgewicht der Welt zu erhalten. Und Vatras meinte, genau das hätte ich wohl getan. Aber Adanos hätte mir genau dabei geholfen. Sehr interessant, sehr interessant. Gut, Kirion. Wir können jetzt mit dem Schiff ablegen. Das wurde auch Zeit. Ich dachte schon, ich würde auf dem Felsen hier verrotten. Du übergibst jetzt das Schiff mit sofortiger Wirkung wieder an mich. Yep. Noch sind wir nicht in Korinnes. Und ehrlich gesagt bin ich auch nicht so scharf darauf, wieder in Korinnes einzulaufen. Ich war dort jetzt schon lange genug. Ich habe mir schon sowas gedacht. Das ist aber weder der Ort noch die Zeit, das zu klären. Unterhalten wir uns auf See nochmal darüber. Was soll's. Ich freue mich trotzdem, dich wieder heil an Bord zu wissen. Wenn du auch ein Schlitzohr bist, hast du doch zu guter Letzt im Sinne der Rechtschaffenheit gehandelt. So, jetzt geh zum Kapitän und lass ihn das Schiff wieder hier heraussteuern. Nichts anderes habe ich vor. Der Kapitän, ach Quatsch, der ist ja hier. Genau, Jack. Habe ich mit, ja, mit Anker habe ich gesprochen. Na dann, Jack. Hey. Lass uns hier abhauen. Es ist vollbracht. Der Feind ist eliminiert. Ich hatte gehofft, dass alles gut wird, aber ich muss zugeben, dass ich mir in den letzten Stunden nicht mehr so sicher war. Können wir jetzt endlich wieder in See stechen? Und der Mensch erschlug das Tier und es ging ein in Belias Reich. Xardas, was genau ist im Tempel von Irdorath passiert? Du hast mit Innos Hilfe den Avatar des Bösen besiegt und ich habe seine Macht in mir aufgenommen. Seit ich den Kreis des Feuers verlassen habe, hatte ich nur dieses eine Ziel. Was mir im Tempel des Schläfers verwehrt blieb, ist nun endlich geschehen. Belia hat mich erwählt. Dann gehorchst du jetzt dem Gott der Finsternis? Nein, ich gehorche genauso wenig Belia, wie du Innos gehorchst. Nicht einmal die Götter wissen, was das Schicksal für uns bereithält. Und ich beginne gerade erst zu begreifen, welche Möglichkeiten sich mir eröffnen. Aber eins steht fest: Wir werden uns wiedersehen. Und damit geht ein sehr großes Projekt zu Ende. Über ein Jahr. Ich glaube sogar 2 Jahre, wenn ich Gothic 1 mitrechne. Wow. Was für ein tolles Spiel. Ja, muss ich sagen, jetzt beim neuen Durchspielen, nach all den Jahren, ist es immer noch gut. Die Grafik ist ein bisschen angestaubt, aber die Musik ist toll, die Atmosphäre ist super. Die Charaktere, mit denen man sich zu tun hat, sind großartig. Und Xardas, ich weiß nicht, was ich von ihm halten soll. Tja, wie seht ihr das? Was glaubt ihr, ist Xardas böse? Wie wird es weitergehen? Gibt es Gothic 3? Ja, es gibt Gothic 3. Aber, also, was heißt aber? Nicht aber, sondern Gothic 3 gibt es und wurde hier auch so ein bisschen angedeutet im Gespräch mit Birion. Als der Held der Held gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich nach Korinnes zurück möchte oder woanders hin, und letztendlich passiert genau das in Gothic 3. Man legt woanders an und dort geht's dann weiter. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, ich werde Gothic 2 eventuell auch noch spielen, aber nicht als nächstes, definitiv nicht. Ja. Ich möchte mich zuerst mal bei allen bedanken, die dabei geblieben sind, von Anfang bis Ende. Das ist großartig, dass ihr zugeschaut habt. Ihr könnt auch gerne weiterhin. Uah, ist das laut? Wie auch immer.
vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Und ich würde mal sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Projekt. Ich habe schon vor, ich weiß schon, was ich als nächstes spielen werde. Ich muss noch schauen, ob die Aufnahme funktioniert, aber im Prinzip bin ich mir schon sicher. Aber jetzt möchte ich euch erstmal mit den Abschiedscredits hier ein bisschen alleine lassen und bitten, dran zu bleiben, denn es lohnt sich, da kommt noch was. Ja, nochmal Dankeschön fürs Zuschauen und fürs Dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Wir sind überladen. Wir müssen was von dem Gold über Bord werfen. Finger weg von dem Gold. Hör zu, es wäre wirklich besser, wenn wir... Ich will nichts mehr davon hören. Ich habe gehört, der Krieg mit den Orks steht schlecht. Und? Wir werden das ganze Gold vermutlich nirgendwo ausgeben können. Das Gold bleibt an Bord. Was nützt uns das Gold, wenn wir beim kleinsten Sturm kentern? Ich sehe aber keinen Sturm. Noch nicht. Entspann dich. Alles wird gut. Ja, genau das war's. Letzten Endes kommt diese Szene nämlich nur, wenn man die ganzen Freunde mitnimmt. Also Gorn, Diego, Lester. Ne, Diego weiß ich nicht, aber Gorn und Laris oder Lester, weiß nicht genau. Keine Ahnung. Man muss auf jeden Fall die richtigen Leute mitnehmen. Genau. So, jetzt ist aber wirklich Schluss hier. Auf Wiedersehen.